Wie viel Absprüche? 20.000. Ich hab 20.000. Gut, ey. Vielleicht. Ah, mein Lieblingsfilm brennt wieder. Ja, gell. 3D-Kamera auf dem Popcorn. Mhm. Das ist mal richtig schon gegangen. Gut. Egal, Thomas, dann müssen wir nächste Woche wieder den Banküberfall machen, den Verlieser. Verlieser? Ja, aber das wird die Mission falsch. Deswegen, das wird die Mission ein paar Mal hintereinander vorstellen, das sage ich dir gleich. Wieso? Der Leser glaubt drauf. Wenn ich im Wasser versenke, dann bin ich bauhart in die Tankstelle von. Was glaubst du? Das glaube ich nicht, das weiß ich. Oh weh, du bist ein Wahnsinn mit dir. Für das, dass er uns verarscht hat? Eh war, also fast zwei Stunden warten hat lassen. Ja, ich lasse mir das nicht gefallen, ehrlich gesagt. Ja, passt eh. Das kannst du mir glauben. Warte, kleine Radio. Im Maschinenraum ist einmal das Nummer Uhr. Hä? Du bist. Ah, das Pferd hat schon wieder eingelohnt. Ja. Ab Level 100 kann ich mir endlich mal die Ofenmasken kaufen. Ein Ofenstern? Der Ofenmasken, der mit der Zigarren oder der ist den Space Off oder wie der schon heißt. Der schaut sich ja schon ab Level 100 frei oder sowas. Ah, das kenne ich nicht. Ein Wahnsinn, dass du einmal was nicht kennst. Oder kenn ich's doch? Ja, ich bin bereit. Ja, bei dem Spiel hast du nicht viel gebraucht. Munition. Du hast nur ein Foto machen wollen. Du hast nur Speicher am Handy gebracht. Du hast nur Speicher am Handy gebracht. Richtig. Bist du bei so viel Geld, habe ich auch noch nicht gehabt. 900.000. Ich hab schon mehr gehabt. Wie ist mehr? Oh, das muss ich ja gescheit abnehmen. Gut, wenn ich die Immobilien und das nicht gekauft hätte, hätte ich auch schon so viel gehabt. Wenn ich das ganze Klumpen nicht gekauft hätte, den Runner und den Rocket Wallet und das und das Büro, wäre die locker schon 15 Jahre. Ja. Aber egal, das Büro und die drei Garagen und die Tuning-Werkstatt habe ich einfach nehmen müssen. Thomas, ich würde nicht sagen, aber du bist nicht bereit. Jetzt schon. Du weißt uns, was nicht bereit ist. Macht nichts, ich hab nicht geschaut, ich wandle mal ja unterwegs. Ich geh in mein Büro rein und warte, bis fertig seid's. Ich muss immer einzahlen. Jetzt brauchst du nicht einzahlen. Bist du? In mein Auto. Wo ist das? Wo rennst du hin? Da ist. Ja, tut mir leid. Bei der wird nicht mehr sicher zu heute ins Auto. Ich glaub, Schießerei. Die Vorbereitungen ist sicher Schießerei. Und eine kenne ich gut davon, dass es mit dem Los umstellen. Das ist ein größeres Schatz. Frage, da müssen wir jetzt auf ein Boot wieder, nicht, oder was? Der Yacht. Wie es ausschaut? Weiß nicht, auf ein Boot müssen wir, glaube ich, aber ein Boot ist erzeichnet. Mhm.
Ah, Kilometer noch. So, das ist sehr stark. Eben. Eine Gummi. Achso. Geh weg, das könnte es sein. Hm? Was für ein Arm. Nur mir, die bin eigentlich auch drüber. Da musst du kein eigenes nehmen? Nee. Wie ist das, wo ist der? Muss er jeder eigenen einen Modus? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, ich kenne die Missionen nicht. Ich leider auch nicht. Oh. So Jungs, ich glaube, ich verlasse euch jetzt mal, ne? Okay. Man hört sich ja bestimmt irgendwann mal wieder, oder? Auf jeden Fall. Jo, dann ich gebe dich zur Insel nach, dort früh vor. Ja, eine gute Nacht, ne? Gute Nacht, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Zu der Insel fahre ich nicht. Was dann? Da ist sicher Schießerei. Ja. Wir müssen da hin. Scheiße. Genau. Ich versteck mich da in so einem Apartment. Und schau zu. Also, ich bin da ausgerutscht. Ich fahr so halt mit so einem Seski. Komm schon. Alter! Entschuldigung! Hat er einen Fehler gemacht? Kennst du die Rallbomben? Nicht die Zahnbürstel, sondern die Rallbomben? Was mit der? Alter! Du gescheit spielen, ja? Hehe! Da? Ja! Ist es nicht der Haverer, Thomas? Was? Die Schulflotten dreht doch schon wieder. Ah, ja. Macht ja nichts. Ich war jetzt so bisschen, dass er die Zähne reinfügt und dann die Zähne ein bisschen aussteckt. Ich lasse ihn wirklich zu. Mach weiter, links, oder? Ich stelle mir das gerade voll. Ich stelle mir das gerade. Gut, dass da keine Zeit mit rein. Wie weit müssen wir davon? Nicht mehr. Ich komme mir vor wie bei den Drogengeschäften, wo ich die Backen ausziehen muss. Ich habe mal mit Michael fast eine Stunde lang alter Koffer gesucht. Den habe ich zufälligerweise gefunden. Und schon. Stund habe ich da gebraucht. Ich habe mit Michael das Sandtaucher. Weißt du, was das Beste dann ist? Wegen $25 hat ihm die Alte da engagiert. Da müssen die das Material da suchen. Weißt du, was ich da hab auf die Sache? Geht erschossen. Ja. Mit Stil hab ich den umgebracht. Eine schöne Hofbombe und dann kaputt. Jungs, da ist Polizei. Ja. Ich hab's gern mit meiner Lieblingswaffe in Luft gesprengt. Ja, $25 für eine Stunde umeinander tauchen und alles. Ich hab länger gebraucht, weil ich hab nicht jetzt mal gesucht. Im U-Boot. Ich hab nochmal. Was ist jetzt? Ich bin noch bald hier. Was war da jetzt los? Ich sehe das schon. Ich muss nix. Und der Panzerung brauch, ja. Ich bin noch bald hier.
Ist auch in der Boutique, wenn. Was merke ich, was du jetzt vor? Ja, wie geboren. Kein Spaß, ich bin zugefahren, bin angestiegen, vor allem war ich schon ganz unten rot. Angeschossen hat noch komischerweise keiner. Aha. Da ist nur ein Guana. Hä? Also, ich bin irgendwie die Orientierung verloren. Ah, oh, anscheinend habt ihr es geschafft. Was haben wir sie dran? Ich will nix sagen, hat sie da angeschissen oder was? Ich glaube auch, ja. Bitte. Ey, scheiße, warum gehen die rein? Ja, meine Ahne! Wurscht, geht's weiter. Fahrt ohne mich, geht schon. Warum kann der nicht da hoch machen, der Wichser? Ja, wirklich, boah. Ich lenk's ein bisschen oder. Komm zur Mama! Komm zur Mama! Super, ich bin reingefangen ins Wasser. Auf mich braucht's jetzt schon, gell? Ich lenk die Hände ein bisschen an. Komm zur ja, Mama! Fahr hier hin. Fahr nach rechts. Ja? Sie tauchen ja, wieder, tauchen. Der Punkt, links. Ah, scheiße. Ich weiß, was er früher hat. Guck mal, was ich da auf der anderen Seite komme, auf der anderen Seite komme ich ganz hoch. Warte mal. Ja, rechts, jetzt ist rechts. Mhm. Nein, rechts hinterm Steg. Muss du fahren. Bringt nichts, das geht hinterher. Ja, wo rechts hinterm Steg? Ich kenn mich nicht aus. Geradeaus jetzt, links. Auf der linken Seite von dem Steg, wir sind auf der falschen Seite, wir müssen auf die andere Seite. Ich lenke dich hier oder below. Was meinst du? Super, dass mich nicht verfolgen. Super, dass mich verfolgen. Auf die andere Seite genau. Fahr durch und dann direkt hinter links. Ich verfolge es nicht mehr, Thomas. Links. Und da ist links der Steg, da kommen wir hoch, die Treppe. Oh, Junge, ich schlaf dahin, Alter, ehrlich. Bei mir blinkt es ordentlich. Oh, drei Sterndl, was willst? Drei Sterndl. Was willst du da? Hochgehen oder zum Treffpunkt müssen? Ach nein, wieso mit den Asum? Das sind 50 Kilometer weit entfernt. Ich guck mal, ob ich ein Auto kriege, dass die Leute so witzig. Ist mir jetzt eigentlich Cinque. Ich hab nur ein Zü. Ey, da muss man nicht auch ein Tour. Das 50 Kilometer. Solange die Mission nicht scheitert, ist mir das scheißegal. Hast du einen Fehler? Noch nicht, nein. Warum bestellen wir uns nicht einfach ein eigenes Auto? Na, no, ich habe schon dafür erst noch Strafe. Hol am besten, ne, geht nicht schicken. Ich will Corona. Wir müssen auf die ja, Zeit auch achten. Ja, ja. Solange man kein Fliegerbett da im Arsch, im Nacken sitzt, ist mir das scheißegal.
Danke, ich hoffe nur, dass mit Ole dort Team ist. Die Reform ist unterwegs. Ah, da fahren sie sehr schön laut. Ja, warum sind da die mit dem Joghurt-Test, Junge? Egal. Ich hab mich hier sitzen. Ich hab den Joghurt-Test schon. Wie gesagt, auf mich braucht es nicht schauen. Willst du fahren oder soll ich fahren? Ich hab ein schnelleres Auto. Ruhe nochmal 4 Minuten, jawohl weh. Jetzt geht's nie aus, dass es lohnt sich recht. Motorrad ist drin, wir schaffen nicht schon, Markus. Scheiße, mein Auto ist besetzt. Oh, ich bin am Land. Also nur noch schaffen, dass diese Polizei los wird. Müssen wir die Polizei oder wird man denn nicht los? Ich glaub, die wird's nicht los. Ich hoffe, das geht sich aus, Junge. Wie lange noch, Peter? Seid ihr noch? Zeit haben wir dann. 3 Minuten. 3 Minuten 20. Bleib 20. Schaffst du, wenn du keinen Unfall brauchst? 5 Kilometer, ruhig. Ach, scheiße. Ui, den Ort kennen wir von wo. Wo jetzt umeinander vor, Thomas? Ich hab jetzt keine Zeit. 2 Kilometer nur lang. Ach, scheiße. Entschuldigung, Mann. Entschuldigung. Peter. Passt. Thomas, wie lange haben wir noch? 2 Minuten 31. Gas! Okay, ja. Die Bremse, da vorne sind Bullen, schau mal, geh auf die Bremse. Circa 2,5 Kilometer. Fahr nicht so schnell, da vorne sind Bullen. Schön. Ich muss die Kopf auch hart schütteln. Da fährt genau rein. Das wird nix. Wo sind Kops, meine Habra? Ja, wo ist das? So haben wir das hochgestellt. Nein, jetzt bin ich schon gefangen. Wie haben wir das doch gesehen? Normalerweise singst du doch nicht. Jungs, das wird nichts. Ich muss auch den Kopf abschließen mit den Blüten. Bitte, fahr weiter! Wurscht! Ja. Fahr! Ich kann nicht zum Ziel fahren, wenn ich die Kopf abstehe. Du fährst jetzt ans Ziel! Auf meine Verantwortung. Das wird mir nicht Ort sagt. Weil ich komme so, wie es mir nicht Ort sagt. Ist zu. Hätte doch ich so von. Ah. Fahr in die Richtung, wo ich bin. Ich fahr jetzt ein bisschen nach rechts. Andere Richtung musst du. Ja, ich bin's los. Ja, ich nicht. Ja, vergessen. Bei mir stand ich wieder die Korps ab. Ich weiß auch, was dann zuständig. Hier musst du wie ruhig bin. Genau, weiterfahren, weiter. Weiter. Nein, jetzt geradeaus mit. Genau, immer geradeaus zu jetzt. Komm schon, die Bullen sind weg. Komm, noch 30 Sekunden. Einfach geradeaus, komm. Ja, auf dem Bäder. Vertraue ihm. Wo ist das denn? Hast du noch Bullen? Ja. Komm, trotzdem, vielleicht sind sie weg. Komm. Ah, ne, die sind nicht mit, die fahren genau hinter dir. Ja, kannst vergessen. Du hättest eigentlich hier hochkommen, hier rein.
Scheiße, Alter. Versuch einfach mal reinzufahren in die Garage. Nee, fahr einfach mal da rein. Nee, geht nicht. Scheiße, Alter. Lass mich den am besten rausholen. Ja, ich bin schon wieder die Kopf die ganze Zeit. Ich war nämlich auf Fuß guten bin vorher. Ja, lass mich einfach, wenn wir zur Türe gehen, lass mich da hingehen. Dann kann halt folgt der nämlich mir. Sorry. Pot. Wo wird nicht die Klasse, ist nichts davon gestanden. Mit ihr die Kopf haben. Genau von Tief steht das Scheimer. Lass mich jetzt zur Tür laufen. Komm jetzt morgen geh einfach. Ja, genau. Soll ich euch mitnehmen oder wollt ihr, was macht ihr? Ja, ich wollte gerade fragen. Ja, wenn ich aufgekommen, ja. Ja, ich bin um. Die huckt mir doch her. Christian, wie hast du dein Auto geholt? Bei mir ging's nicht. Bei der B-Tasten wollten und dann persönliches Fahrzeug auch klicken. Ja, das ist jetzt die Frage. Wir sind nicht direkt jetzt auf einer Straße. Das kann er nur machen, wenn er auf einer Straße ist. Mit dem Fahrzeug bin ich mal auch angezeigt auf der Karte jetzt. Ach, ich bin nicht. Ja, guck mal, ob du jetzt dein Auto holen kannst, dann gib mir das. Ey, jetzt springt er da wieder runter, Mann. Was ist das denn jetzt hier? Scheiße! Mir war. Ey, ich stück das aus, ich spring die ganze Zeit wieder da runter, Mann. Von mir? Nein, kann nichts hier auf dem Boot. Kannst du bestellen? Nee. Nein? Nope. Ich hab mal gucken, ob ich bestellen kann. Das Problem ist nur, wir sind nicht auf einer regulären Straße wahrscheinlich. Wo ja, dort ja wohl, ja, das muss keiner so. Ist da ein Auto? Deine Hubschrauber ist immer History. Geht nichts mehr. Sag mal, was hat der? Ja, ich bin nicht auf. Scheiße, ich muss auf die Straße rennen, Alter, 6 Minuten. Ah, ich muss auch auf einer Straße. Ja, sag ich, das ist so ein Arsch da. Was? Aber ich warte nicht auf euch, ich fahr einfach weg, Alter, ich muss nochmal kommen, ich muss Zeit. Das ist ja das Problem, da ist die Straße. Ich bin zu weit ja, weg. Das Auto. Wurscht. Vor. Ah, scheiße. Ja, der Typ muss hinkommen. Komm noch, so Lappen. Wieso? Bringt man das nicht? Weil du nicht auf einer Straße bist, an einer öffentlichen. Ganz schlicht und einfach. Markus. Vorher hat es mir auch gebraucht. Vorher hat es mir unten nicht mehr gebraucht.
Ey, der läuft hier hinter, warum läuft der dir denn hinter und nicht mir? Du musst ihn nehmen. Markus, nimm das Auto und fahr mit dem weg. Der läuft hier irgendwie hinterher statt mir. Eieiei, wieso? Der Typ, das ist hier Markus. Mir zeigt den Weg auf. Ja, aber vorher ist kurz vom Tisch lang und schüttelt er die Kopf so. Achso. Okay. Haut eigentlich irgendwer an mit? In Leesdorf wird's auch nichts bringen, glaube ich. Ja. Komm sofort wieder, mit braucht ihr jetzt gerade eh keiner. Blinkt doch noch und Licht, das gibt's doch nicht. Wo wird es herzen? Habt ihr Geisel überhaupt mit? Ich hab's. Aber nein, gibt warum das noch so blinken tut, dass ich keinen einzigen Polizisten. Das ist mir auch wieder schwer gegangen. Oder vielleicht müsste ich es ja mal loswerden, dass sie loswerden kann. Na. Das ist eigentlich wurscht. Wie gute Nerven hast du, Peter? Jetzt bin ich da. Also. Wie da der Geländewagen machen? Oder Bergstrecken? Wir nicht los. Mir verfolgt kein Schwein. Solange, aber solange die Markierung aufleucht, ist mir das wurscht. Bei uns leucht die Markierung noch früh auf. Nein, aber die Markierung ist jetzt weg. Bleibst du? Ja, fahr einfach weiter. Etwas aufgehört zu blinken. Dann fahr durch. Ja. Ich sehe keinen Strich mehr. Ich sehe jetzt den Strich nicht mehr. Aber hast du Stern oder nicht? Seit wann fanden die da herum, Mann? Egal, muss halt am Berg auffahren, wo es auch schafft. Verdammt, wie können wir das sehen? Bin am Berg auf und sehen mich. Was ist, wenn einer da zum Beispiel durchkommt? Das ist egal. Ah, Scheiße. Wo ist das mein? Es hat wieder zu blinken angefangen, stark. Scheiß. Halt mich jetzt los. Ist am Berg auf dem Schof. Gott, der Schof ist jetzt offen, ey. Du bist zu weit weg. Ich weiß es. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache.
Ich habe schon einmal gesagt, schaut's nicht auf mich. Was soll ich tun, wenn ich denn nicht los werde? Okay, warte mal, ich habe jetzt eine Idee, wie wir fahren. Ah, scheiße. Ich glaube, haben wir Und wann ich geklickt habe, wie seht's vielleicht los? Wann ich geklickt habe, oh, das sehen wir wieder da oben am Berg. Wie sind's los, irgendwie jetzt tun? Obwohl ich nicht einmal im Radius bin. Wir waren am Ziel. Ich. Nein, 700 Meter schaffe ich nicht. 800 halt. Ich habe jetzt eine andere Idee, das klappt. Muss jetzt klappen. Und warte, Necki, warum er nur bei mir jetzt eingestiegen ist? Ja, ach nee, ich habe ja die Tür aufgemacht, aber jetzt warte ich nur noch mal die Tür auf und dann guckst du mal. Warte, jetzt habe ich eine Idee. Das muss klappen, Alter. So, lass mich einfach vorrennen und bleib einfach stehen. Lauft alle nicht dazu, Bude. Aber das bin ja auch ich, der da reinrusht. Aber egal, ich hab noch eine Idee. Jetzt muss es klappen. Der hat sicher auch geschissen. Der rennt. Komm. Ja, das ist jetzt nicht so lustig. Wenn du eine Taktik hast, ich kenn's eh. Schieß mal dein Heli ab. Wo ist der überhaupt? Da. Wie ist das jetzt zugegangen? Wie hat's rausgekaut? Wurscht! Vor weiter, scheiß drauf! Bring die Geisel ans Ziel. Aber ich verstehe nicht, warum es nicht anfängt zu blinken, Alter. Bei mir ist auch nicht blinkt. Erst zum Schluss hat es blinkt. Und dann hast du noch gesehen. Obwohl ich wollte, oder hast du gar nicht mehr sehen dürfen. Ja, bei mir auch, Alter. Jetzt sehe ich nämlich das wieder, weil ich genau vor dem bin. Normalerweise ist also ein Radius und wenn du in den Radius drinnen bist, dann singst du. Und wenn du außerhalb bist und du bewegst dich nicht, singst du nicht. Aber der hat mich komischerweise gesehen. Ja, ich bin wieder da.
Bei mir blinkt auch nicht. Was ist mit den anderen passiert? Sind bei der ersten Wasserfeier runtergefallen. Ja, das ist mal uninteressant, er sollte den Abel Harzmann oder wie der heißt, da Schatzmann an den Übergabeort bringen. Ich habe gesagt, das ist jetzt unrelevant. Kann ich da Auto bestellen? Nee, scheiße, bin ich auch zweit weg wieder. Weil es kein regulärer Stoßen ist. Hurra! Bei mir schreibt das anders. Sagt dem Mechaniker Bescheid, er sollte ein Fahrzeug, aber es geht nicht. Fang doch jetzt an zu blinken, Alter. Ich sehe mich nicht mehr. Das blinkt, der schon wieder am Minuten steht. Oder ein bisschen weiter weg von Land. Wer war für Entfernung, bitte? Jetzt blinken sie. Ja, was für Entfernung? Ja, die sind hier. Ah, Scheiße. Verdammt, haben wir gesehen. Ich bin gleich hier. Na. Und Ole kann ich mich nicht werden. Lili. Weg, 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 weg. Jungs, jetzt lass dich bitte die letzten 4 Minuten. Wir haben es gleich. Mann, ey, du musst ja mir einmal folgen bis zum 4 Grad. Wo kommt der ganze Polizisten daher? Das frage ich auch schon die ganze Zeit. Das frage ich mich auch die ganze Zeit, Bursche. Das ist ja schon ein Witz, oder? Alles andere ist uns wurscht. Hauptsache ich sterb's nicht. Doch, einmal können wir noch sterben, aber dann noch nicht. Und dann sind's beide gleichzeitig. Hochschau, bin nochmal losgeworden. Das war nur noch der. Ein Kieferer. Ich muss jetzt kurz das Hacken, dann nehmen wir den Corona und wir an beide. Was ist? Was ist? Rückklang raus. Was ist? Ja, und? Ah! Fuck, zum Alter! Zum Glück hab ich nicht noch dorthin müssen. Ah, oh, bist du deppert. Bevor es irgendwas weiter tat, ich muss einmal kurz Nervenpaket ausladen. Brunzen. Jungs. Was? Wollt ihr noch durchziehen oder nicht? Vorbereitung noch und dann noch drauf. Ich bin dabei. Ja, ich weiß nicht, ob Thomas und Markus anwollen. Ja, mal schauen. Wie lange das dauert. Ja, 3 Vorbereitungen waren es noch dann drauf schon. Ah, ich meine, wie lange das noch dauert von den Wiederholungen her, das meine ich. Man schnurkelt, ja, aber ich weiß es nicht. Der Lieblingsfilm. Transport habe ich gelesen, es kommt mein Lieblingswort.
Ganz Hubschrauber. Oh, der schwarze Bleckschirm. Ja, ich genieße es. Ich filme das schon mit meinem Handy. Hab ich auch schon mit dem Handy. Na Leiwand. Ich hab schon überlegt, ob wir da ein Foto machen soll auf der Playstation. Peter, bist du das von mir? Von Leine, ja. Ich dachte, weil du mich gestern gekillt hast. Du schlägst dein Pferd, dir Guida. Was? Was habt ihr jetzt gemacht? Habt ihr gegenseitig hingebracht? Ja. Mit einem kleinen Unterschied, dass er mein Auto zerstört hat. Ich bin weg. Wieso hat die Tankstelle geschlossen? Weil die Action abgeht. Bring was? Schau dir Peter, das muss das sein. Dein Auto auch zerstört. Ja, mach damit. Aber das muss das sein, Junge. Jetzt guck dir mal, was Christian für ein Spaß hier eigentlich sein kann, ja? Das war. Das war sie schon länger. Wohin geht's jetzt überhaupt die Reise? Ah, Kibler. Kibler, weg mal. Also, er hat eh schon die Einladung geschickt, der Bell. Ja, ich bin schon unterwegs. $200 musst du zahlen, du hast den Chance. Soll er schon einen Polizisten lost? Hat er keine gekauft, dass du so einen Blödsinn machen sollst? Chris, ne, das wirst du doch vorbei, das weißt du, ne? Die 200 waren es mal wert. Peter, ich glaube, ich helfe gleich. Das sieht noch gut aus, wenn wir die beiden nicht immer reinschieben. Das ist schon noch auf überfall. Der Spaß geht, oder? Ja. Sei froh. Sei froh, Markus. Jetzt geht's ins Eingemachte. Na, vorher haben sie noch gesagt, jetzt sind noch Vorbereitungen drei. Ja, sind sie. Ach so, weil er dort schon hergestanden ist, deswegen. Jetzt haben wir die jetzt mit der Vorbereitung auf der Reise gemacht. Das Heck, das ist eine Schießerei, das weiß ich, ne? Damit muss man den Transporter stellen. Ingo. Ich nehme auf jeden Fall den Kuruma. Wer fährt mit mir mit? Ich nehme auch einen Kuruma. Dann fahr ich halt mit irgendwann mit. Ja, ich fahr mit ihr mit. Joker, weil Kuruma habe ich keinen dabei. Ja, vorher ja, mit mir. Ich nehme einfach jetzt irgendein Auto, dann lass mich gefahren und dann fahrt jemand. Aber warte mal, was bin ich denn hier? Ich bin ein Lockvögel, warte mal, ich muss eh Kuruma nehmen. Was machst du da? Ich fahr mit dir. Ah, du musst umgekehrt, Alter. Was so? Nee, der Markus muss mit mir fahren. Wo ist der Kuruma, Alter? Ja, ja. Frag ich mich einfach, ich bin da gerade bei ein paar Edeltis und Fazios. So. Also, jetzt macht es die Lockvögel jetzt. Ja, was das hast du immer gut. Gut. Du musst auch kurz Lokvögel, du musst nur bei mir einsteigen. Also ich muss jetzt auch Lokvögel sein, oder wie? Ja, dann einfach bei mir einsteigen. Jetzt kenne ich mich nicht aus, wo soll ich mit sein? Bei dir oder was? Du gehst jetzt geh auf Team ansehen und dann gehst du auf Team beitreten. Ja, auf Lokvögel oder so als Fahrer? Lokvögel. Lockvogel, gut, passt. Und da musst du, wenn wir dort startet, kommst einfach bei mir einsteigen ins Auto. Du musst jetzt einfach nur bei mir ins Auto einsteigen.
Okay. Ich finde aber es auch nicht irgendwie Regeln, die lernen tun. Wenn ich nur verbiegen. Super, ich bin ein Lockvogel. Das ist Tag D. Das ist meiner. Wo ist der Luxuskarre? Sorry. Ah, was hast du? Markus, du bist beim Forschen. Hä? Beim Forschen? Nein, nein, das ist eigentlich scheißegal. Ja, ja, egal. Denke mal. Nee, ich und Thomas machen kurz was anderes. Wir erledigen mal die Leute da. Dort nichts. Also, ja, jetzt irgendwie ein Trick, ist, was er tut, sehen, ob du da hin. Ja, und dann kennst du jetzt mal ein Problem hin. Da schaltet jetzt ein Deppeltransporter frei, dass er den Bündlicher krieg. Was ist es nur? Ja, dann nur noch 15 Bus. Für den ist dann noch nicht gehabt, der Bus geeignet. Doch, da ist gerade einer gefahren. Da fährt der nächste, gell, Thomas. Mhm. Ah, das war die letzte Aufkürzung, die habe ich immer gemacht. Das waren wirklich Busse, da, Markus. Da hat der letzte Mal miteinander geschrien. Wirklich? Oder sehen wir schon Autobusse, Thomas? Mhm, wahrscheinlich. Nein, das sind wirklich welche gefahren, gerade zwei. Da der nächste da vorne wurde. Alter, wie viel hast du jetzt schon engagiert, Markus? Was? 0815 Busse, das ist ja Wahnsinn. Ich mache einen Plag aus Unle Konkurrenz, ja? Ja. Ich denk was gerade. Als nächstes geh ins Losungsgeschäftl. Nein, beim Landwirtschaftssimulator bin ich ins Losungsgeschäftl gegangen. Ich hab eh nur 29 Los drin. Eh nur. Das ist so wenig, ja. Mähdrescher hab ich 120. Nun muss ich nur jetzt ein paar da. Wir kümmern sich um die Lärmbe. Ist das nicht weiter oben? Normalerweise. Sieht noch was? Leid. Nein, nein, da sind eh welche bei uns, sind die ganz wohl dran hingestellt. Ich schaff das da, ne? Ja, ja. Alter, das werden ja. Die werden immer mehr. Das war. Ja, Gegner sind für. Wir sind gebaut, was müssen wir nicht kriegen, wir können einpacken gehen. So, eingepackt, weil. Was ist denn, wenn du den verlierst? Ja, was ist das hier abkürzt und der kenne ich gar nicht. Das wird nicht gehen, glaube ich. Da ist mit Betonblock abgesperrt normalerweise. Ah, ich fahre hier lieber weg, Alter, bevor die das Ding zerstören. Wo ist denn noch einer her? Das sieht doch irgendwas mehr. Oder? Achso, am Dachl. Ich muss kurz raus. Am Dachl sind auch ein paar die. Normalerweise. Ich weiß nicht, wie es mal leicht ist, aber schwer sind und ich fühle. Du machst gut was.
Ja, wohin soll ich fahren? Einfach für die Punkte. Warte, zum letzten Punkt, fahr zurück. Warte. Danke. Den mache ich so platt, ist schon gut. Und die Tote. Das machen wir doch nochmal, dass ich dann beim nächsten Mal herkomme. Und sag. So macht man das. Aufgang und das setzt du. Perfekt. Du machst dir keinen Unsinn. Das ist von uns. Machst du dann wie die Kamera los. Hm, war nicht schlecht. Ich such schon, welches Auto jetzt erst weg. Ich warte es nicht. Ich warte. Ich nehme ihn gebrannten. Ihr müsst alle hier rein. Es ist mit Zolle deiner. Scheiß Dreck. Ich würde eigentlich in Corona nicht mehr ne? Ja, kannst du jetzt. Jetzt steig aus, glaube ich, geht. Nein, es piepst zu mir. Es piepst zu mir, es glaubt. Verlass das Gebiet steht. Okay. Da fühl ich halt hinten, aber... Nein. Guck auf Higgs, der was hinten drin ist. Redst du jetzt mit mir? Bist du hinten drin? Ja. Was heißt mit X? Da tust du. Achso. Da kriegst du die Bühne, da musst du nicht kämpfen, das erledigt mir die zwei. Scheinbar. Nein! Egal. Ja. Das war meine Schuld. Den Chat haben wir sogar. Am besten, ihr kümmert euch jetzt um die Autos und ich fahr einfach nur. Okay. Weil ich hab die ganze Zeit mit den Minen da rumgeworfen, Alter. Chris, mach du das auch am besten. Einfach mit Raketenwerfer drauf knallen. Aber die dürfen halt nur nicht zu nah sein. Ich habe hinten keine Raketenwerfer. Dann halt mit Haftbomben oder so. Oder geh du als Beifahrer, da kannst du auf jeden Fall Haftbomben schmeißen. Okay, wer macht das jetzt? Ich fahre, Chris geht als Beifahrer und ihr geht hinten rein. Gut. Aber du darfst dich halt nicht zu nah explodieren lassen, ne? Sind wir mit dem falschen Wagen losgefahren? Nein. Weil bei mir blinkt, leuchtet immer noch der blaue Punkt, der Ticker auf der Karte. Wenn nicht. Mir wird auch nicht der gelbe Weg angezeigt.
Hab ich über Telegram gezeigt. So, da ist sie. Du möchtest stärken den weißen Transporter. In den weißen? Steht bei mir, ja. Wow, wieder erwischt. Ach so, ja, du hättest glaube ich erstmal da reinmachen. Ja, egal, ich hab's schon wieder. Schaut, dann hab ich's nicht erwischt. Dann holen wir einfach den anderen auch daher, oder? Nein. Ah, jetzt brauche ich nicht mehr. Jetzt geht er noch zerstört, wo sie was? Oh, ja, lass mich mal ausstehen. Wir kriegen Thomas. Bist du Feilchen? Ach, du jetzt echt den. Oh, ja, ja, wir müssen zurückkommen. Was soll denn heute mal so einen Weißen mitnehmen oder was? Kriegst ja auch, wir holen den Abkurz. So, das habe ich hier. Ich geh jetzt mal zum Maskengeschäft oder. Danke, ich guck mal, nicht wurscht. Ich weiß, ich hab eine bessere Karre. Oh, hi, Baby. Hier wird das einmal hier, wir holen das Fahrzeug auch ab. Markier mal das weiße Ding. Jo. Hab ich gar nicht dran gedacht, Alter. Ist das ein Gebot, Junge? Was? Ist das überhaupt ein Gebot? Ja. Hoffentlich. Das wäre die Mission schon längst kaputt. Ja. Ja. Alter, zwei Wurstbrech. Hab ich mal. Wir haben dann noch schärfer Berechnungen. Und dann ist davor ist sehr schwer. Na, das machen wir ja vielleicht einfach mit Schichthose. Egal jetzt. Du machst, wann bist du mal online? Ich gar nicht, weil ich muss mal warten, aber doch. Oh, nicht. Und ob ich morgen gehe, weiß ich gar nicht. Ja, wo war das denn? Hey, das war nicht schwer. Da war's doch. Direkt in die Gasse rein. Da ist er jetzt. Wo musst du jetzt damit hinfahren? Auch dann zum Strand, glaube ich, oder? Nee, warte. Nee, du lässt, dann muss ich damit. Danke, so fast. Wo fährst du hin, Markus? Zum Leicester. Markier mal kurz den Ort, ja. Du gehört das Auto nochmal als hingeliefert zum Leicester. Also, wenn du Thomas ans Neck gehst, wird das dann, ja. Das ist gut, dann können wir es mal durchziehen, die ganze Zeit den Krieg nehmen. Wenn Peter und der Markus auch kommen. Ja, schauen wir mal. Das geht ja bis morgen auch angeblich noch. Da können wir jetzt gut durchziehen. Mit den 2 Millionen die ganze Zeit echt geben. Also einmal würde ich auf jeden Fall mit euch machen. Ja, mal schauen, wie lange wir morgen arbeiten dann. Außerdem. Schlechte Idee. Hey, du scheiß Verkehrsrudi!